Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS15 auf der Map Thüringer Oberlande 1988 zusammen mit McManus und den Werner vom Burning Gamers und Tom. Hallo. Hallo. Ja, Tom Landei, der Modder dieser Map oder Umbauer dieser Map. Das sieht mir doch ganz hier nach Werner aus. Oh nein, was habe ich gemacht? Doch, klar, sicher. Die Hälfte hier am Ding stehen lassen. Ja. Werner. Was ist hier schon wieder Phase? Na, dann komm mal hier, mein Trecker. Kannst du dir deine Schandtat mal anschauen. Wo ist er denn schon wieder? Hier der, da warst du gerade. War ich gerade im Moment? Sag ja, einfach ne? Stopp. Jetzt, stopp. Was ist da? Aussteigen. Guck mal hier. Das warst du bestimmt du. Ich seh dich nicht. So, hier bei den Hängern laufe ich gerade. Nein, ich seh dich nicht. Freezy. Hallo, Freezy. Wo ist er denn? Er ist nicht da. Ich gehe wieder. Macht Sinn, wollen wir denn mal diesen Absetzrahmen Gülle mal ausprobieren? Es sieht auf alle Fälle besser aus. Also ich kriege Augengrebs, wenn ich das hier sehe. Die Frage ist halt, was kostet er erstens? 11.000. 11.000. Und zweitens können wir dann zweiten kaufen, damit wir... Ah, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Tom? Ja? Haben wir einen Hänger für den LKW? Nee. Habt ihr nicht. Warte mal. Also ein Absetzrahmen, ein Anhänger für den Absetzrahmen meinst du? Ja, weißt du, dann könnte man zumindest mit zwei fahren. Das hätte ich eher sagen müssen, da habe ich auch einen fertigen. Aber den habt ihr jetzt nicht mit hochgeladen. Nee, aber da können wir gucken, ist nicht das Problem. Was hast du denn da? In HW80. Eigentlich ist das nur ein HW80 Rahmen. Ui. Und da kannst du eben Absatzrahmen draufladen. Ach so, aber den kannst du als Anhänger quasi hinten dran hängen. Das ist ein Anhänger ganz normal, HW80 eben ohne Aufbauten und da hat den Absatzrahmen. Ja, das wär gut. Ja, weiß ich jetzt nicht. Muss jetzt nicht zwingend jetzt sein. Ich bin jetzt gerade mal dabei, Bier wegzufahren an unsere neue wunderbare Verkaufsstelle, wie wir jetzt ja wissen. Gespannt. Tom, ich habe noch eine Frage. Unter meinem Video zumindest tauchte öfter die Frage nach einer Eierlege oder Eierfabrik oder wie, weiß nicht, irgendwas. Ja, richtig. Gab es da Probleme oder was? Ja, manche verstehen es ganz nicht. Ah. Und zwar, dass du die Küken, Küken kaufen beim Viehhändler und fährst die in die Mastanlage. Ja. Und in der Mastanlage durchfüttern, dass du die fertigen Masthühner aufladen mit einem Viehtransporter und ein Gebäude weiterfahren in die Eierlegestation. Die arbeitet mit einem Fabrikskript, deswegen müssen dort fertige Masthühner rein, bisschen Futter rein und die Hühner legen sich auf Deutsch gesagt zu Tode in Anführungsstrichen. Ah. Und du kriegst eben da die Eierpaletten raus. Also für alle die es nicht gewusst haben, wissen jetzt hoffentlich Bescheid. Und sonst nochmal zurückspulen und nochmal angucken. Tom. Mischration verkaufen. Bei der BHG. Alles, was Sonderfrüchte, Futter und kleine Saatgut, alles Mögliche, was nicht wie Standardfrüchte klingt, alles bei der BHG oben rein. Das linke Gebäude, das mit ein bisschen Glasdach, das graue mit den Holztoren, die Holzschiebetore. Da kann man alles, was ein bisschen überflüssig ist, geht auch in der I-Funktion alles rein. Können wir für den LKW, oder warte mal, dann muss ich gerade mal schauen, ob das Sinn macht. Ich hätte noch eine andere Frage dazu. Ist es möglich, die Mischration am Hof irgendwo reinzuschütten? Ja, das ist ein Lager. Beide Förderbänder, kannst du eigentlich Mischration lagern. Hängen die Lager zusammen? Weil ich kann hier oben hier beim Zucker, kann ich auch die Mischration entnehmen. Ja, und zwar ganz einfach, die BHG oben hat auch ein Lager, da kannst du auch noch kleine... Mehl, ja. Hatten wir schon mal Mischration verkauft? Genau. Ja. Und dort kannst du auch Mischration einlagern und das ist mit dem Hoflager verbunden. Aber wir haben tatsächlich schon Mischration verkauft? Ich habe Mischration verkauft tatsächlich. Und da war eben die Frage, ob man das alles hochkarren muss oder ob man einfach ein Gebäude weiterfährt hier oben und die Mischration da rausnehmen kann, was man vorher am Hof reingeschüttet hat. Richtig. Das wäre die Idee dahinter gewesen. Mhm. Ja. So, Tom, ich bin jetzt bei, Moment... VEB Holzverarbeitung, ne? Dann bin ich jetzt gerade am überlegen, was ich noch machen könnte. MTS war drunter oder drüber? Zum Bier verkaufen. Das ist dort, wo du Fahrzeuge zurückgibst, bei der großen Betonplatte. Links, wo ihr die Silage verkauft habt, wo das Heizwerk ist. Okay, ich drehe nochmal hier. Zwei blaue große Tore, die stehen da offen, innen drinne, wo die Ü18-Bilder an der Wand sind.
Ah, die habe ich mir gemerkt, okay. Genau. Das war klar, deswegen habe ich so gesagt. Und die wollen noch Bier haben. Eine Frage, Tom, und zwar bei, wie war das gewesen mit diesen Mühlen und was verarbeiten die? Es gibt ja die Windmühle und die normale Mühle. Die Windmühle tut nur Kleie herstellen. Und Kleie war nochmal? Ein Futter für die Hasenzucht. Das war's? Ja. Und Kleie war früher eigentlich ein verkaufen? Futter, was die ganz normal verkaufen kann man es auch. Lohnt sich's? Ja. Alles, wo je mehr Produktionszweige du das durchlaufen lässt, umso besser ist der Preis. Was nimmt die Windmühle? Eigentlich alle Getreidesorten. Okay, ah, dann. Deswegen das Multi-Overlay Hood 2.6 ist echt zu empfehlen. Da Map liegen auch angepasste Settings bei. Da kann man so ziemlich alles abrufen per Ferndiagnose und muss nicht überall vorbeifahren. Tom, okay. Ich hätte noch eine kleine Frage zu den Ü18-Bildern. Sind die auch von damals? Boah, nee. Sind die schön behaart, oder? Ihr könnt. Wow. Das ging unter der Hand damals auch schon von Hand zu Hand. Also, ihr könnt mal bitte in den LKW einsteigen, damit ihr wisst, wo der Bierverkauf ist. Ich muss jetzt mal ganz kurz was ansprechen. Warte. Dieser W50 hier. LBG schwarze Pumpe hier. Oh, ja. Ich mache mal noch Werbung für ein anderes Unternehmen. Okay, das macht nichts. Also der ist ja mal der Obershit. Ja? Also schon allein diese, sind das Ölmatten, was da drunter, was sind das für, sind das Matten, was da drunter ist? Diese Matten, die da unten hängen am Unterboden, sind das so Ölmatten? Ja, die waren früher eigentlich immer, und zwar wenn die über die Getreideschwaden gefahren sind. Dass der nichts hängen bleibt? W50, ja genau, jeder W50, der bei der Getreideernte war, hatte unten die Matten, damit das nicht in der Antriebe hängen blieb. Okay, Schwester. Das ist meine Welten besser, gell? Könnte ich mir klar mal am Schnippi ziehen. Mach's jetzt nicht, keine Angst. Nee, aber. Den anderen LKW. Ja. Ich würde mir ganz gerne. Herr Freezy, ich zeig dir, was ich meine. Komm mal zu mir bitte. Kann ich mir den Absetzrahmenaufsatz, können wir den kaufen für den LKW zum Transportieren von Dings? Weil ich würde zur Windmühle hoch Weizen fahren, dass wir Kleie herstellen zum Verkauf. Ja. Oh, Freezy, siehst du die Bierkisten hier drin? Ganz kurz, Tino. Ja. Hier muss es abgeladen werden. Okay. Oh, ich höre Musik. Draußen, jetzt musst du ganz viel erzählen. Alles ja, draußen abladen. Ach, ja, jetzt mach dich so eine Welle. Oh, zwischen der Tore. Tino, willst du nicht reinspringen in den LKW, gucken, wo das zum Abladen ist? Ja, warte. Du hattest vorhin noch angesprochen, das mit dem Lager. Und zwar ist das auf der Map generell so aufgebaut, dass du immer drei Abladestellen hast, damit die Anliefer- und Abholwege nicht so weit sind. Und zwar ist das Getreidelager, was oben im Industriegebiet ist, mit dem Hoflager Getreide verbundene. Stroh einlagern ist bei der Schweinemast nochmal eine Halle, da kannst du Stroh und Gras reinfahren. Komposterde bei der Gärtnerei ist mit dem Hoflager Kompost verbundene. Die Kartoffelabladestelle bei der ZBE, das hieß eigentlich früher zwischenbetriebliche Einrichtung. An der Giebelseite ist mit dem Kartoffellager vom Hof verbunden. Und die Zuckerrübenabladestelle beim Zuckerwerk ist auch mit dem Hof Zuckerrüben verbunden. Also man kann eigentlich immer nur die Hälfte der Map abfahren. Okay. Ich hoffe, irgendwer von euch hat sich das jetzt gemerkt. Nein. auf jeden Fall. Nein, Spaß. Kann ich jetzt für scheiß Absatz dran kaufen? Achso, ja, sehe ich ja das. Aber es gibt ja auch, Tom, es gibt verschiedene. Es gibt einmal den mit 8.500, einmal den mit 14, einmal 10.500 und 13.000. Aber der in der Mitte mit 14.000, der hat kein, du weißt, es Saatgut und sowas dabei. Also das der ist erst durch den beigelegten Multifruchtmodul, könnt ihr das eigentlich alles laden. Also ist scheißegal, welchen ich kaufe. Ja. Du nimmst den mit 14. Das geht nicht. Ja. Aber dann nehme ich doch den mit 14.000, oder? Ja. Aber warte mal. Da zeigt an Kartoffeln, Rüben. Roh, Gras, Silage, Mist. Da zeigt überhaupt keine Weizen an. Aber welchen möchtest du denn kaufen? Unter welcher Kategorie? Na, Kipper. Kipper. Und welchen davon? Na, der. Schau mal den in der Mitte und den letzten. Also den Absetzrahmen Kondorf und den Absetzrahmen Schaar. Ja.
Das symboltechnisch schaut, das ist das irgendwie sehr verwirrend für mich gerade. Ja. Dann nimm optisch den für Getreide, den mit den zwei hellblauen Streifen. Das sieht optisch einfach so aus, wie es früher war. Aber der hat nur 8.500 Ladevolumen, ist der kleinste. Ja, dann nimmst du halt einfach noch einen HW80 Hänger dazu. Den wir noch nicht haben. Und der rote, kann ich den roten kann ich doch nehmen. Welchen roten? Den Konov müsstest du auch nehmen können. Ja, da kann auch Getreide. Dann nehme ich den. Oh, in welcher Farbe wollen wir den nehmen? Rot? Rot ist cool, oder? Rot ist eine gute Farbe. Okay, warte mal, HW80. Der HW80. Warte mal, wo ist denn der HW80? Ach, hier. Ach so, das sind die HW80. Hm, verstehe ich. Tom? Aber die haben wir doch schon. Ja, irgendwo nee. Habt ihr zwei Stück davon rumstehen. Ein Stück. Ist es so? Ich habe, glaube ich, auf der Maro-Seite auch einige Mods von dir gesehen. Sind das die gleichen, die wir hier haben, oder wie? Ja. Der HW80 mit dem URL-Skript, den habe ich mal umgebaut, für die Map angepasst und da kamen eben auch Anfragen und da habe ich den dort veröffentlicht. Ah, okay. Sehr gut. Der lädt alle Palettenfrüchte, die auf der Map verbaut sind. Ist der auch und für eben alle Ballen und so. Ist der auch für Bären? Also für, ne? Gibt es nicht Bären oder sowas hier? So Früchte, was man ernten kann? Ja, Tomaten und Salatpaletten. Ah, okay. Unten bei der Gärtnerei. Dafür sind die auch. Okay. Eierpaletten, Kirschen und Pflaumen kannst du damit laden. Ja, genau. Na gut, haben wir das auch alles abgedeckt. Das ist gut. Der Hammer. Wahnsinn. Dort haben wir alles. Los. Lappen geht ja nicht so gut. Tom, ist es jetzt so, wenn wir die Zeit jetzt ein bisschen vorspulen würden, dass wir dann das Geld eher bekommen vom Bierverkauf? Ja, normalerweise ja. Lass auf 5 laufen, oder? Ja, lass auf 5 laufen. Wo? Das meiste Geld bringt auf der Map eher Mehl, Zucker, Bleier. Das, wo du eher mehrere Produktionszweige durchlaufen lässt. Was müsste ein Mehl? Mehl wäre dann bei der Die Mehlmühle. Was? Die Mehlmühle bei der Kreuzung Feld 24, 21 dort. 15, 16, da ist eine Kreuzung. Ist ah ja, Mühle. Es da steht nur Mühle, genau. Mühle und ach, Windmühle. Ach, hier oben 21, ja, da. Da steht nur Mühle. Da steht nur Mühle. Das ist die Mehlmühle. Das ist die Mehlmühle und da kannst du. Das ist ein Verkaufstrigger dort, aber auch ein Trigger für die Produktion. Stapelhäde. Naja, das ist doch gut. Alter, wir werden, hier nie fertig werden auf der Map, glaube ich. Da werden wir jetzt noch die übelsten Rich Bitches. Na ey, vor allen Dingen, wir wollten hier voll auf Mast gehen und wir haben natürlich ein Tier. Ja. Doch ein Hahn, glaube ich, oder? Da ja. Läuft immer mit rum. Einsamen Hahn habt ihr ja. Wir haben auch ein Schwein, das ist McManus. Freezy? Frag dich mal. Nee, ich sag es nicht. Aber einfach immer nur empfehlenswert, die beigelegten Bilder zum Map anschauen, ist eigentlich... Also das auf jeden Fall, Leute, das solltet ihr machen. Wir würden das auch machen. Aber wir können uns ja mit Tom unterhalten. Wow. Da kommt wieder Hashtag abgehoben vor. Wetten? Nein. Hast du das schon mal in den Kommentaren? Ja, ja. Na, dann mach dir mal Gedanken. Ja, wow. Ich hab das noch nicht in den Kommentaren. Vielleicht überliest du es einfach. Kann auch bei sein. Den 3 Millionen Kommentaren, die jeden Tag reinkommen. Ich glaube, das ist eine abgehoben steht auf der Blacklist. Ah, deswegen, okay. Nee. Nee, keine Ahnung. Was lassen wir sie? Abgehoben steht auf der Blacklist. Wahrscheinlich genau wie G für Gönn. Ja, und 4 für Lifestyle. Ja, ja. Füßi steht auch auf der Blacklist. Der Name. Der Name. Nee, obwohl, da kommen so oft so lustige Kommentare, wo Füßi drin vorkommt. Ach, halt die Klappe. Ja, ist das so. Ich möchte jetzt echt noch das Geld eigentlich einkassieren für das Bier. Weißt du, was der Hammer ist? Auch die Federung bei dem LKW. Der neigt sich so richtig krass in der Kurve. Ich wollte mir aber noch mal so richtig krass. Ich wollte mir nochmal den anderen Trecker angucken, den wir gekauft haben. Wo ist denn der? Ist der frei? Freezy?
Alles. Kann ich da mal rein? Wieder nur der Manus. Wo bist du denn rein? Ja, wo bist denn du drin? Mein Drescher. Drescher? Ja. Drescher. Scheiße. Ich muss abtanken. Was willst du denn? Willst du hier rein? Breezy, du brauchst dringend eine Fahrschule. Das ist ein Drecker, wo du drin sitzt, kein Drescher. Ist schon klar. Achso. Ist ja nicht. Was willst du denn jetzt damit? Alles gut. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Tschüss. Gut. Freezy? Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ich will nicht, dass du meinen Trecker wegnimmst. Ich muss euch abtanken. Macht da keiner von euch. Ihr kauft hier die ganze Zeit nur einen, fahrt durch die Gegend. Boah, geiler Trecker. Oh. Und der Einzige, der arbeitet nicht. Ja, komm, mach. Wir wollen wieder einkaufen. So, ja gut, meine lieben Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen zwei vorbei. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.